Ziegenkäserei hätte ich jetzt eher in der Nähe einer Alm verortet. Es gibt aber auch eine in Dorsten, und zwar die Ziegenkäserei Sondermann. Und wir sind gerade auf dem Hof unterwegs. Und eigentlich bin ich überhaupt nicht so der Käsespezialist und eigentlich auch nicht so der Käsefreund. Aber ich lasse mich natürlich immer gerne positiv überraschen. Und jetzt machen wir ein Experteninterview. Was sagen Sie zu Ihrem Käse? Ja, die Dame ist noch relativ verschüchtert, aber wir gucken jetzt mal, ob wir wen finden, der uns mehr dazu sagen kann. Wo liegt jetzt genau der Unterschied zwischen Produkten von der Kuhmilch und Produkten von der Ziegenmilch? Ziegenmilch enthält sehr feine Eiweißketten, von daher können Leute mit einer Kuhmilchallergie alle Produkte von der Ziege problemlos vertragen. Leute mit einer Laktoseintoleranz können sehr oft die Produkte von der Ziege vertragen, weil halt der Milchzucker in der Ziegenmilch eben auch sehr fein und besonders feine Moleküle hat. Also ich muss sagen, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung von Käse und bin insofern dankbar, dass die Frau Sondermann jetzt da ist, um mir ein bisschen was darüber zu erzählen. Und ist auch, glaube ich, meine Premiere, meine Ziegenkäse-Premiere. Ich bin aber gespannt, was die dazu sagen. Ja. Es ist ja gut, dass ich mit einem milden Käse angefangen bin. Ich bin gespannt. Schmeckt mir aber gut. Das soll es ja auch. Das ist eine ganz gesundheitlich gute Sache. Mhm. Und wir machen ja die verschiedensten Schnittkäse mit den verschiedensten Kräutern. Nicht? Wir haben Paprika mit Zwiebeln, wir haben Knoblauch, Brennnessel, Bärlauch. Was ist das jetzt genau? Das sind Boxhornkleesamen, die da drin sind. Okay. Die werden erst 2 Stunden gekocht, bevor sie in den Käse reinkommen, in den Käsebruch, und werden dann halt eben untergerührt, und dann sieht das Ganze so aus. Was ich Ihnen jetzt gebe, ist natürlich noch viel was anderes. Da bin ich mal gespannt, was Sie dann sagen. Das ist ein Käse, der hat jetzt 2 Jahre Reifezeit hinter sich. Nicht? Ist zwar auch Natur, die haben wir auch mit den verschiedensten Kräutern so gereift, aber dafür muss man schon Liebhaber von altem Käse sein. Ich bin mal auf Ihr Urteil gespannt. Ja, ich auch. Schmeckt mir mal gut. Das ist, freut mich. Ja. Soll's ja auch. Ist sehr würzig so. Ja, genau. Käse wird halt mit jedem Reifen, je älter er wird, immer würziger, immer kräftiger, immer pikanter vom Geschmack. Und auch immer bröckeliger von der Konsistenz her. Alten Käse kann man im Grunde nicht mehr in Scheiben schneiden, sondern der bröckelt einfach. Den muss man so aufs Brot hobeln oder schier essen. Willst du auch mal was probieren? Nee. Bis... Ja, könnten Sie vielleicht noch eine kleine Scheibe, aber am besten von dem letzten, nur das Beste für den Kameramann. Ah ja, bitteschön. Dankeschön. Ich finde den lecker. Klebt ein bisschen, ne? Ja, das, ja.